Was willst du? Reden. Ich bin aber nicht dein Therapeut. Du bist mehr als das. Du bist die einzige Mitwisserin. Kann ich diese zweifelhafte Ehre nicht irgendwie loswerden? Ich will nicht andauernd Geheimnisse vor Rebecca haben. Ich dachte, du liebst Geheimnisse. Okay, wir können auch zur Presse gehen und allen stecken, dass ich der Brandteufel bin. Dann können wir Vater gleich beerdigen. Du weißt ganz genau, dass Ludwig der einzige Grund ist, warum ich überhaupt bisher dich gehalten habe. Ja, aber das ist jetzt auch egal. Sie trennen sich sowieso. Wer? Vater und Elisabeth. Was? Und das ist ganz allein mein Verdienst. Du hast einen Stall angezündet und beinahe drei Menschen umgebracht. Das ist sogar für dich ein ziemlich starkes Stück. Aber was hat das mit Ludwig und Elisabeth zu tun? Du verstehst es nicht, oder? Mit dem Feuer hat alles angefangen. Hagen verlässt das Gremium. Vater wird noch kränker, er arbeitet noch härter. Elisabeth hält es nicht mehr aus. Alles stürzt in den Abgrund, und zwar meinetwegen. Manchmal habe ich das Gefühl, du siehst gerne dabei zu, wie alles den Bach runtergeht. Bin Fatalist. Nein, bist du nicht. Und jetzt tu endlich was. Du allein kannst das alles aufhalten. Was soll ich denn machen? Du hast mir doch selbst davon abgeraten, zur Polizei zu gehen und mich selbst anzuzeigen. Mein Gott, ich weiß es doch auch nicht. Ja, toll, sagst mir, ich soll was tun, aber hast keine Ahnung was. Also weißt du, langsam reicht's mir. Was glaubst du, wie es mir mit der Situation geht? Wir sind nicht mehr zusammen und trotzdem vertraust du mir sowas an. Ich hab doch selbst keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, aber krieg endlich dein Hintern hoch und unternehm was. Henk, was? Mach mal die Musik leiser, ich verstehe kein Wort. Ja, ist alles in Ordnung. Leonie ist froh, dass das Motorrad raus ist, ja. Ja, warte mal gerade. Ich bin dir wirklich dankbar. Wofür denn? Dass du mir zuhörst und dass du mir Ratschläge gibst. Ich meine, ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Und ja, ich muss dann mal der Regisseur vom Video drehen. Danke. So, Henk, nochmal. Ja. Hab ich irgendwas verpasst? Nicht wirklich. Sag mal, seit wann bedankt sich Tristan bei dir und vor allem wofür? Er redet sich ein, dass es gut ist, über alles zu reden. Mit dir? Soll ich eifersüchtig sein? Nein. Es gibt da übrigens so einen neuen Thailänder und ich will mir gleich was holen. Möchtest du auch was? Unbedingt. Und wie scharf willst du es? Sehr scharf. Becca, kommt. Alle kommen. Ja, ich würde auch lieber schlafen, aber es geht um Vater, okay? Gut, bis gleich. Sebastian? Was ist denn bei euch los? Naja, andere Leute gehen um die Uhrzeit tanzen. Hör zu, ich will ein Treffen mit allen Geschwistern jetzt. Ja, es ist wichtig. Okay, bis gleich. Du trommelst die Geschwister zusammen? Ja. Du hattest recht und ich habe viel zu lange gewartet. Stopp. Ich will's nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, was du tust oder warum du irgendetwas tust. Und am allerliebsten wäre es mir, wenn du mir niemals von einer dämlichen Brandstiftung erzählt hättest. Ich wollte einfach nur... Mir noch ein Geheimnis verraten, das ich dann vor Rebecca geheim halten muss. Es geht hier ausnahmsweise nicht um mich oder um dich. Sondern um deinen Vater. Ich weiß. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich nichts sage. Danke. Hör endlich auf, dich zu bedanken. Das fällt langsam auf. Bis gleich. Bis gleich. Hey. Du, ich muss unser Essen leider verschieben, weil Tristan hat eine Versammlung einberufen. Hat er gerade irgendwas gesagt? Nö. Alles okay? Ja. Ich warte dann mit dem Curry einfach auf dich. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ihr wisst, wie es um Vater steht. Geht's ihm schlechter? Nicht gesundheitlich, aber... Schön, dass ihr auf mich gewartet habt. Elisabeth hat sich von Vater getrennt. Was? Sie hat vor wenigen Stunden das Schloss verlassen. Warum?
weil sie nicht mehr mit ansehen will, wie er sich täglich aufreibt. Und mir geht es ganz genauso. Wir müssen etwas unternehmen. Seit wann willst du unsere verkorkste Familie retten? Was ist passiert? Sie hat ihm eine Bedingung gestellt. Er soll alle Geschäfte niederlegen. Er friert die Hölle zu. Vielleicht hat er ja Angst vor seinem Nachfolger. Vielleicht ist er auch einfach nur enttäuscht vom Egoismus seines Erstgeborenen. Vielleicht merkt er auch, dass wir uns bei jeder Gelegenheit die Köpfe einschlagen. Aha, das nennst du also Egoismus, wenn ich mich um das Wohl meiner Angestellten sorge, wenn ich unseren erfolgreichen Rennstall nicht kampflos aufgeben will? Bitte. Glaubst du ernsthaft, Lunchtime Enterprises hätte keine anderen Probleme als deinen kleinen Pony? Könnt ihr mal die Klappe halten? Es geht hier um Vater. Wollt ihr weiter zusehen, wie er stirbt, oder wollen wir das unternehmen, und zwar gemeinsam? Okay, was schlägst du vor? Wir stellen uns geschlossen hinter Elisabeth. Das wird ihm nicht gefallen. Ganz bestimmt nicht. Du willst ihn zum Rücktritt zwingen? Mit Papa. Es wird nicht leicht. Wir putschen. Im Ernst? Gegen wen? Gegen Ludwig? Das kann so nicht weitergehen. Wir schaffen das auch irgendwie ohne ihn. Zumindest solange er krank ist, aber das muss er erst mal einsehen. Du denkst, das wird er? Naja, wenn alle seine Kinder und seine Frau einer Meinung sind. Alle. Ja, eigentlich ist sowas noch nie passiert. Tristan hat einen unglaublichen Vortrag gehalten. Irgendwie ist er eh ein bisschen anders in letzter Zeit, findest du nicht? Nee. Ich meine, inwiefern komisch. Keine Ahnung. Ist irgendwas? Nein. Wieso? Naja, sobald ich den Namen Tristan erwähne, huscht immer so ein kleiner Schatten über dein Gesicht. Ich gehe einfach mal duschen. Was läuft denn da zwischen euch? Die Familie bleibt. Was läuft denn da zwischen euch? Du denkst, Tristan und ich, ja. Nein. Was ist dein Problem? Du meinst, außer dass meine Stimme weg ist und ich überhaupt nicht weiß, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen soll? Und hast du darüber mit Tristan gesprochen? Hey, das ist okay. Es war dein Freund und Manager. Ihr versteht euch wieder. Das ist voll okay. So, jetzt muss ich aber gehen. Die anderen warten bestimmt schon. Viel Glück. Du kannst mir wirklich alles sagen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Heimlichkeiten. Und wir brauchen dich. Aber wir brauchen dich gesund. Ist das eure Entscheidung? Ich soll abtreten. Du sollst deine Geschäfte ruhen lassen, bis du dich wieder erholt hast. Gegenstimmen? Ich bin beeindruckt. Und wie lautet deine Antwort? Ja, so viel Einigkeit in der Familie, dass ich das noch erleben darf. Vater, deine Antwort. Okay. Ja,
Okay. Ich wollte einfach nur... Mir wieder ein Geheimnis verraten, das ich dann vor Rebecca geheim halten muss. Es geht ja ausnahmsweise nicht um mich oder um dich. Es... Um deinen Vater. Ich weiß. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich nichts sage. Aber nur so lange, wie du mich in Ruhe lässt. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Naja, sobald du abtrittst, beginnt die Schlacht. Ich werde ein paar Prozesse anleiern und das Gremium lähmen. Ja, und ich will natürlich bei LCL in die Geschäftsführung. Genau, und zwei Chefinnen sind ja noch nicht genug. Natürlich brauchen wir noch ein paar Skandale, aber Tristan hat sicher noch die ein oder andere pikante Affäre auf Lager. Oh, nimmst du ihn bloß nicht das. Vater, wir schaffen das schon. Auch ohne dich. Natürlich nicht so gut. Aber für diesen Fall haben wir immer noch das Gremium. Ich komme auch ab und zu vorbei und pass auf, dass der Kleine keinen Blödsinn macht. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, um meinen Schreibtisch zu räumen. Solange das Ziel klar ist, kein Problem. Ich hoffe nur, dass Elisabeth das genauso sieht. Naja, ein Blumenstrauß wird da nicht reichen. Da muss mindestens eine Reise her. Das sehe ich ganz genauso. Ja, danke. Für alles. Und alles Übrige. Ich denke, bedanken solltest du dich vor allem bei Tristan. Dieser Putsch war seine Idee. Das war kein Putsch. Okay, ich danke dir. Ja, wir sehen uns beim Mittagessen. Bis dahin einen schönen Arbeitstag. Hm? Danke. Vater. Tschüss, Papa. Ciao. Tristan. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast die Familie zusammengeführt. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja. Ist noch was? Hast du was? Nein, nein, es ist alles gut. Hey, stell dir vor, es hat geklappt. Wir haben unsere Argumente dargelegt, sind geschlossen aufgetreten. Er konnte gar nicht anders. Er musste einfach ja sagen. Los, hm? So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Du bist ziemlich komisch, weißt du das? Ja. Dafür gibt es auch einen Grund. Tristan sagt, ich liebe Geheimnisse. Aber das stimmt nicht. Was ist los und was hat Tristan damit zu tun? Der Brand im Gestüt. Ich schlaf kaum noch. Ich meine, wir hatten riesiges Glück, dass wir da so schnell rausgekommen sind. Und ist es nicht irgendwie komisch? Ich meine, wieso fragt niemand Tristan, warum er so schnell da war? Er raucht, er sieht uns zu einem Stroh liegen und... Er wollte zu Bella Jakob. Er hat sie gesucht und hat dabei uns gesehen. Er hat uns gesehen, wie wir... Ja, er ist wütend geworden und hat dabei seine Zigarette weggeworfen. Dann hat er also gar nicht gemerkt, dass es brennt. Aber wieso war er dann noch da? Er hat das Feuer gesehen und wusste, dass wir da drin sind. Er war wütend. Er hatte bestimmt auch noch getrunken. Er wollte uns verbrennen lassen. Nein, er ist doch zurückgekommen. Er hätte uns gerettet, wenn wir nicht schon in Sicherheit gewesen wären. Ach, und da bist du dir sicher? Vielleicht wollte er ja nur Bella retten. Er wusste doch gar nichts von Bella. Ach, dann hat er sie rein zufällig gerettet? Das war nicht Tristan, das war Andi. Und du wusstest das die ganze Zeit? Erst seit ein paar Tagen. Tristan hat es nicht mehr ausgehalten. Da sind alle wie ein Helden. Der Ärmste. Es muss ja schrecklich sein. Ach, Rebecca. Er wollte uns umbringen. Nein. Das ist doch nicht normal. Damit kommt er nicht durch. Wenn du jetzt zu Tristan gehst, dann... Ach, verdammt. Jetzt warte doch mal. Tristan
weiß ganz genau, was er getan hat. Und er bereut es. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Dieses ganze Familiengetue. Tristan hat nur ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hat das sich ja wirklich geändert. Sag mal, wieso verteidigst du ihn eigentlich? Ich verteidige nicht Tristan. Ihn hat das Gestüt abgefackelt. Dich jetzt genauso treffen ich können. Ich weiß. Ich wollte ihn ja anzeigen und er wollte auch alles gestehen. Warum rennt er hier dann immer noch rum und macht einen auf Familienengel? Weil er euren Vater schützen will. Er glaubt, das ist zu viel für ihn. Verstehst du nicht, was das für mich bedeutet? Tristan, mein Bruder, er wollte mich umbringen.